Hallo liebe YouTube-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht's, heute soll es um eine Alternative zu den Alternativen für den Leica M-Mount gehen. Was heißt das genau? Es geht um das 7 Artisans 35mm f2.0. Hier habe ich es in der Hand. In dieser Box wurde es mir geliefert. Ja, von 7 Artisans übrigens, dazu gleich mal, wenn wir schon dabei sind. An der Stelle geht mein Dank an die Firma 7 Artisans. Die sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Hast du vielleicht mal Interesse, das mal zu testen? Meinte ich, klar, warum nicht? Alternativen sind immer schön. Vielleicht auch für den einen oder anderen für euch interessant. Sie haben es mir zugeschickt. Ich habe es jetzt ein paar Wochen testen können und will jetzt hier eben euch davon berichten. Wie gesagt, es kommt in diesem schlichten Karton. Objektiv ist drin mit einem Rückdeckel, einer Metallfrontklappe, die sehr schön aufsetzt, muss ich sagen. Das hat mir ganz gut gefallen. Und dabei ist dann noch so ein kleines Werkzeug, hier so ein Schraubenzieher und eine Gebrauchsanleitung für diesen Schraubenzieher. Ups, da ist er. Ja, warum Schraubenzieher? Nun, ganz einfach. Dieses Objektiv ist ja für den Leica M-Mount und Messsucher ist so eine Geschichte, ne? Das muss man ja justieren und wenn man das zum Beispiel zu Leica schickt, Leica justiert natürlich nur seine Objektive. Hat man das gleiche Problem auch mit anderen, wie Vogtländer, Zeiss oder was auch immer für Messsucherobjektive man benutzt. 7 Artisans hat das ganz einfach so gemacht, da sind zwei kleine Schrauben, ich weiß nicht, ob ihr die seht. Müsstet ihr eigentlich hier sehen, ne? Ja, genau. Mit denen kann man das praktisch lösen und kann das dann justieren, anpassen an seine Kamera. Also man muss nicht den Messsucher der Kamera justieren, weil der ist ja meistens auf die anderen Objektive optimiert, sondern man justiert das Glas an den Messsucher. Ich hatte Glück, ich musste das bei diesem nicht machen. Ich hatte das aber schon mal bei einem anderen Objektiv, auch von 7 Artisans. Da war das kein Problem. Ich habe damit viel an der Leica M fotografiert, aber auch an der Leica SL2S. Wenn man das an anderen Kameras, wie zum Beispiel in der Sony adaptiert, geht ja alles, dann hat man dieses Problem eh nicht. Dann ist das einfach ein Nice-Tilf, kann man in die Ecke legen, fertig ist. Sehr schön weich der Fokusring, die Blende rastet sauber, hört man. Hört sich alles wirklich nach guter Fertigungsqualität an. Wie das in 2, 3 Jahren ist, ist eine andere Geschichte. Nicht kodiert. 7 Elemente in 5 Gruppen. 7 Artisans sagt, sie haben das an einer Sonaroptik angelehnt. Blende 2.0 ist das Lichtstärkste. Bis Blende 16 geht es runter in ganzen EV-Schritten. 10 Blendenlamellen. Und der Filterdurchmesser sind 43 mm. Wiegt ungefähr 205 Gramm. Und 7 Artisans preist dieses Objektiv mit $289. Das sind ungefähr nach Wechselkurs heute. August 2021, ungefähr 240 Euro. Ja, so viel erstmal zu den Fakten des Objektivs. Gibt es in Schwarz und in Silber. Da kommen wir schon zum ersten Punkt, der mich persönlich beim Auspacken gleich gestört hat. Ich habe leider eine silberne Version bekommen. Warum leider? Für den einen oder anderen, der eine silberne Kamera hat, bestimmt ganz schön. Ich finde persönlich, ein silbernes Objektiv an einer schwarzen Kamera geht nicht so gut. Andersrum, ein schwarzes Objektiv an einer silbernen Kamera, das finde ich wieder was anderes. Aber das ist nicht nur, dass es eine optische, also rein äußerlich optische Geschichte ist, die mir nicht so gefallen hat. Ich fand persönlich wirkt das Finish nicht so schön. Ja? Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es schade fand, ich kann es schlecht ablesen. Ja? Draußen, jetzt habe ich hier kontrollierte Lichtbedingungen, selbst jetzt. Ich brauche natürlich auch eine Lesebrille, das ist was anderes. Aber selbst mit Lesebrille kann ich es aufgrund der Reflexion und der doch recht feinen Markierungen schlecht ablesen. Ja, die Kontraste sind einfach nicht gut. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr die Jupiter-Objektive, diese Russengläser kennt, hat mich so ein bisschen daran erinnert, so dieses Alu-Finish. Ich mag das nicht so, der eine oder andere findet das vielleicht ganz toll. Ich fand das nicht so gut. Aber egal, das sind ja alles so Äußerlichkeiten. Kommen wir mal zu den inneren Werten, die ja deutlich wichtiger sind. Und da ist es ganz interessant, habe ich für mich festgestellt, ich finde dieses Objektiv, sind zwei Objektive in einem. Also sind die Kontraste wirklich ganz schön runter. Das hat so einen Schleier, so einen Haze, sagt man, glaube ich, ne? Im Englischen drauf. So, verträumt kann man es im positiven Sinne beschreiben. Ich würde sagen, einfach kontrastarm. Auch finde ich, die Schärfe ist zwar ganz gut, muss ich sagen, auch wenn es die Mikrokontraste und alles recht weit unten sind. Aber ich finde,
offen, ist auch die chromatischen Aberrationen, die sind schon ganz schön stark, muss ich sagen. Auch so dieses Purple Fringing, ja, kann man zwar korrigieren, aber es fällt halt auf. Ja. Wenn man es dann aber abblendet auf, sage ich mal, Blende 4 bis Blende 5, 6, ist das echt ein ganz cooles Glas. Ja. Also für Street-Shooter, die sollten sich das wirklich genau überlegen. Ich meine, die meisten Leute mit Street arbeiten eh im Bereich 5, 6 bis 11, würde ich sagen, an einem Vollformat. Ja. Da ist das wirklich cool. Sehr schön scharf. Selbst bis in die Ecken ist es gut. Ja. Und es hat schon Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Bildergebnisse haben mich wirklich dahingehend positiv überrascht. Es hat eine leichte tonnenförmige Verzeichnung, die kann man korrigieren, zumindest in Lightroom kann ich das ein bisschen. Aber es ist mir aufgefallen. Also für Architektur wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Aber für Street, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es echt gut. So, ich versuche mal ein kurzes Fazit, was ich zugebe, was gar nicht so einfach ist. Warum? Nun, auf der einen Seite steht der Preis, auf der anderen Seite die Performance und dann die Konkurrenz. Ja. 240 Euro ist wirklich nicht viel, gerade wenn man die Konkurrenz sich anguckt, die, ja, ich glaube, so mit dem Ultron hier, was ich ja persönlich ein richtig cooles Objektiv finde, ja, ich liebe dieses Objektiv, ist derzeit immer drauf, ist, glaube ich, dreimal so teuer, so in dem Dreh bewegen sich, geht es dann erst los und gut, wenn man bei Leica guckt, dann kann man mit dem Apo 35, glaube ich, bei 7 noch was, das sind natürlich ganz andere Preise. Ja. Wer sich dafür interessiert, der, würde ich jetzt mal sagen, hat ja seine Gründe, warum. Ja. Man kann mit der optischen Leistung, wenn man nicht die Offenblende braucht und jetzt nicht das letzte Quäntchen an Qualität bei Offenblende braucht, ja, kann man auch nicht viel falsch machen. Ich habe jetzt natürlich ein paar andere Objektive noch getestet. Ich würde da eher zu anderen greifen, wie eben zu dem Ultron zum Beispiel. Aber für Street-Fotografen, die ein günstiges, gutes, gut performendes 35mm, lichtstarkes 35mm suchen, die sind hier nicht verkehrt, die sollten sich zumindest mal angucken. An analog finde ich es ein bisschen mit Vorsicht, gerade wenn man den Messsucher an den Messsucher anpassen muss, weil da ist es dann natürlich ein bisschen komplizierter, das einzustellen. Ne? Man hat nicht den Live-View, um das zu überprüfen. Es geht, aber es ist nur ein bisschen anstrengender, sage ich mal, ein bisschen aufwendiger. Ja, so viel dazu. Ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt. Seven Artisans, ich habe jetzt hier schon ein paar Objektive von denen gehabt und ich finde, die werden immer besser. Also, die sind noch nicht da, wo die anderen sind, ja, aber sie sind auf dem Weg. Und wie gesagt, also, das ist nicht besonders groß, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an das, von der Größe, das Zeiss 35mm. Das 2.8er, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch so klein. Ja. Ja, alles in allem, schönes Objektiv, nicht ohne Fehler, aber man kann auch nicht viel falsch machen. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ja, mich würde mal interessieren, ist das sowas, was für euch interessant ist, oder ist das eher, wo ihr sagt, nee, dann lege ich lieber ein paar Euro mehr drauf und greife dann woanders hin, oder ich suche genau das. Für Film könnte das vielleicht auch ganz interessant sein, weil da ist ja so dieser Schleier manchmal ganz interessant. Für Leute, die filmen, also zum Beispiel an einer Leica SL oder eben an einer Sony oder sonst irgendwas, das ist ja natürlich der einzige Knackpunkt, dass der Fokusweg dann doch ein bisschen kurz ist, ne? Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis bald und tschüss.